Da ist tatsächlich schon der Timed Run gelaufen. Ist auch irgendwie krass, wenn man sich das überlegt, dass ich schon so lange unterwegs bin jetzt. Liegt einfach nur daran, dass Technology natürlich keinen Schaden macht. Wissen wir ja, kennen wir ja. Ist ja nicht unbedingt was Neues. Dafür ist die Reichweite natürlich brillant und es macht sofort Schaden und fliegt nicht erst ewig. Auch unter anderem gut gegen Knights, wie man gerade sieht. Einfach mal alles umbraten. Da kam eine Trollbombe raus. Die Schweine, ne? Ach, ich bin doch blöd, ich kann doch fliegen. Warum bin ich so komisch ausgewichen da gerade? Mann, Mist. Boom. Geld. Ich möchte, danke, nicht das Ding haben. Gegen sowas ist das dann auch besonders gut, weil ich dann fliegen kann und nicht auf mein Technology-Glück angewiesen bin, dass ich das irgendwie hinkriege da. Erik, ein Schlüssel. Danke. Danke für den Schlüssel. So, was haben wir hier? Auch komische Gegner. Und Bombenviechers. Geh weg. Kaboom, da sind sie beide hochgegangen. So wie das geplant war, eigentlich. Ja, ich spreng das Ding mal lieber. Oh, das ist nicht so schön. Geld ist da ganz schön. Das will ich gerade nicht weghaben, weil einen Shop haben wir hier noch. Das heißt, den kann ich auch dann gleich noch ausprobieren und schauen, was dabei so rumkommt. Wie lustig. Die laufen da echt drauf. Ja, ne? Steht er da. Doof in der Pampa rum. Kriegt auf die Mütze. Achso, das ist wieder so ein komischer Pinraum, ne? Ja, ist es. Was machen die denn? Aua! Die machen ja komische Sachen da. Könnt ihr euch nicht gegenseitig töten? Das nervt. Ich möchte euch nicht hiermit töten müssen. Das dauert ja ewig. Naja, es geht so. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Hatte ich irgendwie schlimmer erwartet. So. Eine Münze und sonst nichts. Ich gehe mal erstmal noch zurück nach da hinten. So, da gibt es ja noch definitiv ein Itemraum. Vielleicht sogar noch mehr, wer weiß. Brat, Brat, Brat. Treff es nicht, es will nicht. Nicht so wie ich will zumindest. Noch eine Bombe, yay. Mehr Kram. Der Burnt Penny ist halt auch echt gut eigentlich, ne? Ich fand ihn schon im ersten Isaac irgendwie gut. Ich sag immer, erstes Isaac ist natürlich irgendwie nicht so ganz richtig, ne? Erstes Isaac. Oh, ganz viel Kram. Full Health, gar nicht schlecht. Der hängt mir, den brauche ich natürlich gar nicht. Erstmal gehen wir hier rein. Es ist Mr. Mega für mehr Blast Damage. Warum nicht? Ich habe so viele Bomben, da lohnt sich das. Bei dem weiß ich natürlich bei beiden nicht, was es ist. Das heißt, wir werden jetzt einfach den ganzen Kram hier reinstecken. So, kommen wir auf 165. Ich mach das nur in 5er Schritten. So. Okay, dann ist da unten vielleicht noch irgendwas, auch wenn es nichts... Ach, ich bin doof. Wenn es nichts allzu Interessantes sein kann eigentlich. Au. Au, wie ist denn der da hingekommen? Was zur Hölle? Das eine Viech ist vor allem auch komisch geistermäßig. Jetzt kann ich es töten. Das war eigentlich nicht schön, ne? Jetzt habe ich eine Todeskarte. Ganz ehrlich, stirbt! Seid des Todes. Oder so. Das hat gar nicht so viel geholfen, ne? Na gut. Will man machen. Denn ich möchte sowieso die Full Health Pille haben. Das heißt, ich nehme natürlich die mit. Oh Gott.
So, was haben wir hier? Range Up. Tada. Der richtig nützliche Quark halt. Zack, 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 zack. Ich habe... ich habe noch mal genug Geld. Ich gehe noch mal. Komm. Was soll der Geiz? Gehen wir noch mal ein bisschen was reinspenden da. Wenn ich eh nicht weiß, was es ist, dann kann ich das auch... Komm, ich packe jetzt noch mein ganzes Geld da rein, whatever. Na, oder auch nicht. Dann eben nicht. So. Ich kann den Boss noch einmal verwürfeln. Also nicht den Boss verwürfeln, sondern ich kann, was auch immer der Boss droppt, einmal verwürfeln. Warte mal, ist hier vielleicht... Jo, ist da. Oh, irgendein Item. Das Necronomicon. Oh, jetzt sehe ich sogar, was das ist. Ne, jetzt sehe ich nicht mehr, was das ist. Schade. Shielded Tears. Funktioniert das? Macht jetzt mein Technology die Tränen kaputt von Gegnern? Das wäre ja übel. Das wäre ja richtig übel. Das muss ich ausprobieren irgendwie. Die Frage ist, wie? Kann ich natürlich so erstmal nicht ausprobieren nach dem Schande. Komisches Champion Warviech. Böses Champion Warviech. Es legt auch noch überall Bomben hin. Ganz ehrlich, komm. Geht er. Oh. Ich wollte doch nur, dass es explodiert. Das Champion Warviech. Und wieder! Genau dann, wenn ich. Gibt's doch nicht. Mistviech. Ganz ehrlich, dreckiges Mistviech. Ha! Explodiert, mein Freund, explodiert. Oh, so kann ich das gar nicht treffen. Das ist natürlich blöd jetzt. Stirb! Da ist die Big Fat Fliege. Die gibt dir hart. Kann natürlich auch einfach runtergehen, aber naja. Es war ganz lustig, den von der Fliege machen zu lassen. So, was haben wir denn da Schönes? Der Cube of Meat. Das Übliche also. Und hier? Ganz viel Zeug für ein Herz. Das wird wahrscheinlich alles nicht so toll sein. Das heißt, nö. Und auf geht's. Auf geht's. Oh nee, dunkel. Ich mag das nicht in dunkel. Au, das war blöd. Warum habe ich das gerade gemacht? Wahrscheinlich auch, weil ich genauso blöd bin. Wie es halt war. Ich kann mich nämlich auch einfach hier irgendwo hinstellen und dann kriege ich überhaupt keine Probleme. Aber nö, Sizzle macht das. Hard Mode. Der läuft irgendwo in der Pampa rum. Lässt sich auf die Fresse hauen, damit das später nicht so einfach ist. Dim, dim. Vorsichtig bei dem Feuer. Ich wäre fast in das Feuer gelaufen. Sowas muss man aufpassen. Feuer ist hot und so. Will ich da oben rein? Warte mal. Macht das gar nicht so langweilig. Ich dachte, das macht das wenigstens ein bisschen, aber nö. Dann nicht. Oh. Au. What the hell? Friss meine Bombe. Das war aber doof. Hat ja gar nicht funktioniert, so wie ich das haben wollte. Nee, in den Shop brauche ich nicht. Das hilft mir nämlich nicht. Denn, erstmal hole ich mir das Herz hier. Ich kann sowieso nichts mehr spenden und 10 Münzen reichen nicht. Nicht gut. Erstmal eins davon töten. Dann das andere davon töten. Oh, ich hasse das, wenn die nur ein so ein Ding haben und dann die ganze Zeit da so komisch rumeiern. Trifft man die so schlecht? Dann soll es lieber am Rand rumgurken. So. Da muss ich hin. Noch einen weiter. Und dann hier rein. Das finde ich nicht schön, die Gegner. Das wissen wir ja. Also ist ja auch hinlänglich bekannt, dass ich die nicht mag. Möget ihr sterben, Mistviecher. Boss-Challenge-Raum hilft mir gerade nicht. Das heißt, wir gehen... Oh shit, erstmal weiter. Ja, da war ich schneller als er. Es. Mist, die fliegen hier. Töten wir die erstmal, weil sie fliegen. Brrrt.
noch irgendwo einer? Da ist noch einer. Ein halbes Herz. Nö, gerade nicht. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Boom. Eine große Explosion und überall ganz viele Herzen. Da kommt ein komisches Skelett raus. Da auch. Interessant. Ich habe immer noch nicht genau herausgefunden, woran ich das sehe. Was daraus ist, das Regenbogenbaby will ich nicht. Den nehme ich mal. Homing Shots mit Technology waren nämlich ganz cool, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Auch gar nicht mehr ganz genau treffen. Der trifft dann schon für mich. Haha. Hahaha. Habe ich sonst alles Interessante? Nee. Gehen wir noch ein bisschen rum und gucke. So. Und hier. Boom. Das ging auch einmal komplett durch alles durch, ne? Sehr, sehr geil. Mach das mal so. Oh, hat das viel Reichweite. Der Mr. Mega ist ja ziemlich übel. Krass. Na gut. Okay, gerne. Dann ist da oben noch was. Ich möchte durchaus noch meinen Würfel einmal aufladen und oder genug Geld für den Shop. Beziehungsweise ich gehe in den Boss-Challenge-Raum rein. Geht sogar, warte mal. Zack, 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 zack. So, das ist der Boss-Challenge-Raum. Und dann ist das noch eine Maske für mich. Sweet Suffering. Ich dachte, da kommt jetzt automatisch die Bloodbag raus. War wohl nichts, aber hey. Whatever. Oh. Jetzt ist es hier natürlich richtig eklig drin, ne? Verdammt. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach... Weißt du was? Ich nehme jetzt erstmal die Full Health Pille. Die kann mir zwar später theoretisch auch noch sehr, sehr nützlich sein, aber... Oh, Balls of Steel. Und das gleich zweimal da. Dann hätte ich natürlich meine Full Health Pille nicht nehmen müssen, aber gut. Sicher ist sicher. Der bringt mir auch wieder gar nichts. Ich finde das so cool, wenn das so total komisch durch die Gegend wurschtelt. Das mag ich irgendwie. Ich treffe ihn vor allem hier so von der Seite und er mich nicht. Jetzt noch ein bisschen mehr Schaden hätte, ne? Nur so ein bisschen. Weil ich mache ja echt kaum Schaden, was ein bisschen traurig ist. Tabu. Das macht aber Schaden. Das ist nicht zu... Oh, nicht zu wenig. Ich bin blöd. Ich hätte... Natürlich muss ich zur Seite laufen, wenn er sowas tut. Wenn er so komisch grimmig guckt. So ungefähr. Stirb! Was haben wir hier? Das ist eine Cartridge. Die bringt mir natürlich gerade erstmal nicht so richtig viel. Aber eine Judgment-Karte, die nehme ich natürlich mit. Und jetzt lohnt sich auch der Shop wieder noch. Okay, 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 okay. Gehen wir mal noch in den Shop rein. Schauen uns an, was denn da so los ist. Das ist ein großer Schlüssel. Es ist no more. Plus zwei Keys. Bin mir gerade gar nicht ganz sicher, was das... Kriege ich jetzt immer doppelte Schlüssel? War das das? Also erstmal habe ich natürlich zwei Keys gekriegt, aber der sieht halt auch so aus wie der, den man braucht, um irgendwo reinzukommen, ne? Warte mal, erstmal kann ich in der Arkade noch Kram sprengen, beziehungsweise... Will ich das? Ja, komm, ich spreng die beide. Passt schon. Kaboom. Münzen. Damit noch mehr Bomben. Also der sieht halt auch so aus wie der, den man braucht, um durch das große Tor im Himmel oder in der Hölle zu kommen. Das heißt, es wäre gar nicht so uninteressant, mal zu erfahren, ob das vielleicht sogar funktioniert. Das wäre ja total cool. Und da haben wir Mom. Ist das ein Champion? Es sieht aus wie ein Champion. Das ist nicht so schön. Es ist, glaube ich, ein Champion. Alleine mit dem, was ich da so sehe, was da so alles droppt. Droppt, sag ich. Was da so alles spawnt.
Sim, 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 sim. Vorsichtig. Ja, das ist eine Champion Mom. Das ist die hässliche blaue Champion Mom, ist das. Ach du Schande, macht die viel hier. Ach du Schande. Gut, dass ich den Schuss habe hier, den Homing-Schuss, sonst wäre die gar nicht so einfach zu treffen. So treffe ich die natürlich mit fast jedem Schuss. Was ganz praktisch ist. Hehe, Brat, 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 Brat. Einfach alles wegbraten hier. Völlig problemlos. So problemlos dann auch nicht, aber hey. Nehmen wir erstmal das so. Wo gehe ich denn hin gleich? Himmel oder Hölle? Ich würde sagen, wir waren vorhin in der Hölle, dann gehen wir jetzt einfach mal wieder in den Himmel. So. Das ist die Sichel. Aber ich traue mich gerade nicht. Ich traue mich gerade nicht, auch wenn das grundsätzlich wahrscheinlich funktionieren würde. Also die wollte ich ja dringend mal ausprobieren, das ist ja der interessante Teil. So, oh, ein Bobset. Oh, Money gleich Power. Tja, hilft mir gerade gar nicht so viel, aber ist das cool. Alles, was jetzt noch theoretisch dazukommt an Geld, hilft mir dann durchaus, weil spenden kann ich sowieso nichts mehr. Das heißt, das passt schon irgendwie. Auch wenn da bis jetzt nicht so viel Power dazukommt. Aktuell noch nicht. Vielleicht später. Mr. Mega und so. Beziehungsweise ist gar nicht Mr. Mega. Goldener Schlüssel. Warum nicht? Ja, dann mache ich die Dinger auch mal auf. Da können sogar blaue Herzen drin sein oder sowas. Das heißt, ist gar nicht so dämlich, die dann aufzumachen, wenn man es denn kann, ohne Schlüssel dafür zu verbrauchen. Bzzzt. Geld! So. Zack, 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 zack. Überall einfach alles umbraten. Der Schlüssel bringt mir langsam natürlich nicht mehr so... der Schlüssel, sage ich schon. Der, die 6 bringt mir natürlich langsam nicht mehr so viel, was ein bisschen schade ist. Da wäre es eigentlich cooler, jetzt da noch irgendein anderes Item zu kriegen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Bad Trip, na super. Ein Lockdown. Noch ein Lockdown. Und ein I Can See Forever. Das ist gar nicht schlecht. Können wir nämlich hier noch die besonderen Geheimräume suchen. Hier, war hier was? Nö. I Can See Forever. Gehen wir erstmal hier hoch und gucken, ob wir hier irgendwas Forever sehen. Sieht aber nicht so aus. Nö. Und nö. Na gut, da sehe ich nichts Forever. Das ist traurig. Eieiei. Hier? Wow. Böse Gegner. Böse, böse Gegner. So, was haben wir hier Schönes? Eine Trollbombe unter anderem. Die alles, all mein Blut einfach auseinandersprengt. Oh, ich liebe das einfach. Das sieht einfach nur so cool aus. Wenn die, wenn der Laser sich so auffaltet und alles trifft. Ja, da ist ja noch einer. Den habe ich ganz vergessen. Mache ich gerade mehr Schaden? Ich habe das Gefühl, ich mache gerade richtig viel mehr Schaden. Ist das Money gleich Power gerade? Könnte sein. Haben wir durchaus inzwischen 14 Münzen. Warum nicht? Da ist ein Geheimraum, sehe ich. Schon mal schön zu wissen. Nein, erst die... Nein! Ah, danke. Noch ein... Ist ja krank. Überall kommt Kram raus. So, hier oben waren wir schon. Naja, genau. Hier waren wir noch nicht. Und das war dämlich, dass ich hier sowas mache, weil ich jetzt gleich nicht mehr durchfinde, wo ich schon war und wo noch nicht. Aber mit dem Money gleich Power möchte ich ja durchaus überall mal gewesen sein, um möglichst viel Geld abzustauben und damit dann möglichst viel zusätzlichen Schaden. Das heißt, ich gucke mich dann doch nochmal hier überall um gerade. So, hier waren wir jetzt aber überall.
Nö, das bringt mir nichts. Oh, das ist überhaupt nicht, das ist ganz und gar nicht gut. Das war fies. Fieser Raum, muss ich sagen. Also mit den, Dings, die um, roten Pup rumeiern. Wenn man den kaputt macht, dann sind die irgendwie weg und gucken woanders lang. Und wenn man die nicht kaputt macht, dann läuft man da versehentlich rein und so. Das ist schon nicht ohne. Nicht ohne. Was haben wir hier? Triachnid. Triachnid? Ich weiß es nicht, wie man den ausspricht. Hör auf, mir Spinnen in die Pampa zu setzen. Explodier und stirb. Naja, gut. Ja, funktioniert auch so. Das gab Leben, ne? Ich glaube, das gab Leben. Ja, HP ab. Warum nicht? Nehme ich mit. Nehme ich gerne mit. Was war das da? Das war irgendwie so ein komischer Pakt, ne? 2 für 1 und so. Nehme ich auch. Contract from below. Warum nicht? Ich sehe gerade total seltsam aus.